Wir haben Sie ja heute nochmal eingeladen, um unsere Onleihe nochmal vorzustellen, weil wir gedacht haben, gerade in der Urlaubsreisezeit, wo man unterwegs ist und am Strand vielleicht keine schweren Bücher mitschleppen möchte, ist die Onleihe natürlich eine perfekte Lösung, um sich mit Reiseliteratur und Reiselektüre zu versorgen. Denn die Onleihe bietet mittlerweile einen Bestand in der Größe unserer, ja, fast unserer kleinsten Zweigstelle in Schlebusch. Also 14.000 Medien insgesamt können wir in der Onleihe mittlerweile anbieten. Das liegt daran, dass wir zu einem Verbund gehören mit vielen Bibliotheken aus dem Bergischen Land und Oberbergischen Land. Und das hat den großen Vorteil, dass wir eben wesentlich mehr investieren können, als wir mit eigener Kraft schaffen würden. Ich habe da in dem Pressetext habe ich nur die Anzahl der Bücher aufgeführt, weil das war mein Schwerpunkt. Ja. Ich bin ja noch ein bisschen analog unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich auf meinem E-Reader Hörbücher hören soll. Aber das gibt es jedenfalls auch. Ja, dazu können wir auch noch was sagen. Sie haben nämlich den E-Reader erwähnt, aber natürlich lässt sich die Onleihe auch mit einem ganz gewöhnlichen Smartphone nutzen. Und da können Sie dann auch zum Beispiel, wenn Sie einen kurzen Moment Geduld haben, dann hole ich mir gerade die Onleihe-App. Das ist dann noch schöner. So, also, wenn ich die jetzt aufmache, dann sehen wir tatsächlich die Onleihe-App. Naja, jetzt versucht mein Handy sich erstmal ins WLAN einzuloggen, das ist nicht ganz das, was wir gerade wollen. Also nochmal. So, und da sehen wir also auch die Onleihe so etwas anders im Format als hier auf dem Beamer. Also das ist die PC-Ansicht, das ist jetzt die App-Ansicht, die unterscheidet sich ein bisschen. Das Schöne ist, mit jedem Gerät, das ja mittlerweile fast jeder mit sich herumschleppt, können Sie diese Sachen nutzen. Ob Sie Bücher lesen wollen, ob Sie Hörbücher hören wollen oder auch Zeitungen oder Zeitschriften lesen wollen. Ich sage das jetzt mal ganz leise und vorsichtig, weil die einzige lokale Zeitung, die wir in der Onleihe haben, ist der Kölner Stadtanzeiger. Die Rheinische Post steht leider nicht zur Verfügung, würden wir sonst selbstverständlich auch anbieten wollen. Das liegt daran, dass die Kollegen das nicht anbieten, oder? Genau. Also viele glauben ja, dass die E-Books, die wir ausleihen, im Grunde Kopien unseres Bestandes sind. Das wäre so der erste Gedanke, den man hätte. Ne? Die Bibliothek hat da irgendwie Maschinen und da steckt man die Bücher rein und unten kommt dann quasi eine Datei heraus. So läuft das nicht. Das sind Lizenzen der Verlage. Das heißt, unser technischer Anbieter verhandelt mit den ganzen Verlagen und Konsortien die Lizenzen für die Ausleihe. Das macht das Ganze etwas umständlich und hindert uns leider auch daran, alles anzubieten, was der Buch- und Zeitschriftenmarkt hergibt. Das ist aber Gott sei Dank von Jahr zu Jahr besser geworden. Also es gibt immer mehr Verlage, die erkennen, dass es günstig ist, die Sachen in der Onleihe auch anzubieten. Es gibt eine Rechteverwaltung, die es für den Nutzer manchmal ein bisschen schwierig macht, weil wir festgestellt haben, also ein großer Teil unserer Online- und E-Book-Nutzer sind Herrschaften, die jetzt nicht zur ersten Computergeneration gehören, sondern das eher so im späteren Lebensalter kennengelernt haben und die nicht ganz so selbstverständlich auf alles drauf tippen und klicken. Da muss man schon mal helfen, da wird die Frau Meier auch vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was zeigen und erzählen. Und ja, deswegen können wir nicht alles anbieten, was vorhanden ist, aber es wird immer besser, immer mehr und mittlerweile sind die Ausleihzahlen der Onleihe tatsächlich auch bei den Ausleihzahlen unserer Zweigstellen angekommen. Also wir erwarten zum Ende des Jahres das erste Mal, dass die Online-Ausleihe die physische Ausleihe der Zweigstellen, nicht der Hauptstelle natürlich, übertreffen wird. Das heißt, 14.000 Medien haben Sie? 14.000 Medien und wir erwarten zum Ende des Jahres etwa 37.000 Ausleihen. Also man kann auch tatsächlich auch wirklich Leverkusener ausleihen. Ich habe ja eben gesagt, wir sind da in so einem Verbund, aber man kann das rausrechnen, es sind wirklich nur die Leverkusener Leser. Das Interessante übrigens ist, die Besonderheit der Leverkusener Leser im Gegensatz zu allen anderen Online-Nutzern ist, sie lieben Zeitschriften. Also sie leihen ganz erheblich Zeitschriften in der Onleihe aus, sei es Spiegel, sei es Foto. Also das habe ich festgestellt, so diese Fotozeitschriften, die Kochzeitschriften, das läuft super gut. Das ist eine Spezialität der Leverkusener. Da kommen die anderen Bibliotheken, die anderen Städte, sind da nicht so. Aber ihr Zeitschriftenbestand war auch immer umlagert. Ne? Also immer, wenn ich da mal eine Zeitung, da sind immer Leute. Mhm. Also, die halten mich da auch manchmal sehr lange auf. Es scheint ein eine Leverkusener Besonderheit zu sein. Mhm. Und wie gesagt, das Schöne ist, ich kann das mit jedem Gerät, das in irgendeiner Form ins Internet kommt, nutzen. Bei den mobilen Geräten, wie Smartphone, Tablet, nehme ich eine App. Ich kann auf dem PC recherchieren, ich kann es auch mit einer Zusatzsoftware, die auch auf jeden Fall immer verlinkt ist, auf dem PC nutzen und ich kann eben meinen E-Book-Reader verwenden.
Und Sie haben geschrieben, die marktgängigen E-Book-Reader, glaube ich. Wir müssen immer darauf hinweisen, leider hat Amazon mit dem beliebten Kindle ein Sondersystem geschaffen, das nicht funktionieren wird, aber das so, ist aus, hat Amazon leider so entschieden. Ja. Ja, das Problem ist, dass man es halt in Bibliotheken nicht kompatibel bekommt, ja. Außer mit ganz vielen Tricks. Ja, Knüpfen. Also man aber kann haben das auch was aber gegen, dass wir auch Unleihen. Ganz genau. Also ja. Da hat Amazon einfach versucht, eine Plattform für sich zu schaffen, mhm. Wo die Bibliotheken außen vor bleiben. Dafür dann aber der Tolino zum Beispiel, den habe ich genau. Den auch ja, mit Absicht super. Den gekauft, weil ja. Ich keine Lust habe, Amazon zu unterstützen, sondern den deutschen Buchhandel. Also das kann man mittlerweile auch so sagen. Es gibt, der Markt hat sich da bei den E-Readern schon ziemlich bereinigt. Am Anfang haben wir gesagt, ja, wir können jetzt nicht unbedingt Empfehlungen, das ist ja vorsichtig. Ne? Mittlerweile kann man sagen, der Tolino ist eine hervorragende Alternative in der Qualität und im Preis. Und mit dem kann man tatsächlich alles nutzen. Ich finde es auch gut, dass die in der Thalia mittlerweile dazu übergegangen sind. Habe ich jetzt auch schon vor 2 Jahren festgestellt, als mein Mann sich den Tolino oben auch gekauft hat, dass die wirklich auch den Kunden oben in der Thalia mit dazu sagen, in der Bibliothek unten könnt ihr mit dem auf jeden Fall auch in der Online ausleihen. Also das ist echt nicht schlecht. Naja, und das ist eben ein Angebot, das verknüpft ist mit dem Buchhandel. Also dann unterstützt wiederum den Buchhandel. Ja, dann gebe ich mal weiter an die Frau Meier, die ein bisschen was zur Technik erzählen wird, wer mir die Website selbst ein bisschen zeigen wird, wie das geht, wie finde ich eigentlich das, was mich interessiert. Genau, eigentlich ist die Online zu bedienen nämlich auch gar nicht so schwer. Man muss sich natürlich erstmal mit dem Programm ein bisschen befasst machen. Ich mache gerade den PC nochmal an. Aha. Ich muss aber als erstes wahrscheinlich physikalisch Mitglied bei Ihnen in der Bücherei sein. Das ist eine Voraussetzung. Sie brauchen einen Bibliotheksausweis. Das Schöne ist, dass noch die Online völlig kostenfrei ist. Das heißt, Sie können sich anmelden, müssen aber nichts bezahlen. Und was Sie brauchen, ist eben eine Ausweisnummer und ein Passwort. Das ist normalerweise das Geburtsdatum. So stellen wir das vorher ein. Man kann das dann selber ändern. Und damit kann man sich dann von überall auf der Welt über diese Seite, die wir da sehen, oder über die App einloggen und das nutzen. Wenn ich einmal Jahresmitglied bei Ihnen buchen will, kostet mich das? Erwachsen, keine Kinder, nicht wenn Rentner. Wenn Sie nur online nutzen wollen, kostet Sie das überhaupt nichts. Ah, ich kann also... also okay. Überraschung. Ich dachte, das wäre jetzt klar geworden. Also ja. Nee, ich hätte gedacht, ich muss den Papierbücherausweis haben. Nein, das ist der kostenlose E-Tarif. Ah. Genau. Also noch ist es völlig kostenfrei. Wollen Sie Bücher ausleihen, dann brauchen Sie genau, wenn Sie physische Medien ausleihen wollen, dann kostet es einen Tarif. Und ich muss Leverkusener Bürger sein? Oder nein, ich das muss, ist tatsächlich kann auch grundsätzlich für alle offen. So, im zweiten Anlauf habe ich es verstanden. Aber der Kollege auch von der Rheinischen Post, glaube ich. Jetzt kannst du. Genau, weil das Schöne an der Online ist natürlich, dass die 24 Stunden lang zugänglich ist. Es ist halt nicht eine Bibliothek, dass man an Öffnungszeiten gebunden ist, sondern dass man einfach auf die Website gehen kann, wenn man einen Nutzerausweis hat. Man kann sofort loslegen und sich Bücher, Hörbücher, Musik ausleihen, Videos, Zeitschriften oder sich vom E-Learning im Bereich inspirieren lassen und sich halt ein Tutorial zu Sprachen oder zu irgendwas anderem aus Beruf und anderen Wissenschaften sich anschauen kann. Es ist auch ganz leicht zu stöbern. Hier vorne sieht man immer schon gleich die Neuzugänge. Da sieht man, was jetzt gerade neu gekauft worden ist. Wir kaufen eigentlich immer so einen Wochenturnus von 2 Wochen, kommen neue Medien in die Online. Aber. Ja, tut was. Da ist man auch schon. Genau, und dann kann man sich halt, also hier sieht man, das wurde am 27. gekauft und das ist aber auch bis zum 26.10. vorgemerkt. Und wenn man überlegt, dass die Leihfrist bis zu 3 Wochen betragen kann bei Büchern, man kann aber tatsächlich bei der Ausleihe auch gegebenenfalls sagen, ich brauche nur eine Woche, dann bin ich schon fertig. Dann kann man schon sich ein bisschen vorstellen, wie lange das dauert. Wenn wir da eins weiter runtergehen, sehen wir schon, das Buch bekämen wir sogar erst im Februar 2019. Aber wenn man da oben hingeht, dann kann man sich die verfügbaren anzeigen. Richtig, lassen. Man kann das rausfiltern. Das ist, wenn man was sucht, sehr viel einfacher, wenn man direkt mal die nimmt, die aus der Verfügung steht. Das ist ein wichtiger Hinweis, oder Frau Fritsch, weil wir haben das schon oft gehört, dass Kunden sagen, Mensch, Sie haben ja die ganzen tollen Sachen, wir sind alle entliehen.
was soll ich denn jetzt ausleihen? Und dann muss man sagen, Sie können sich die Verfügbaren rausfiltern, Sie werden noch ganz viele schöne Sachen finden, die gerade nicht entliehen sind, die vorhanden sind, bei 8000 Romantiteln. Aber man kann da auch filtern, die Hörbücher rausfiltern und so, damit man nur ein Buch hat. Ja, aber ist das so, wie jetzt quasi hier, dass ein Buch nur einmal zur Verfügung steht? Richtig. Also das muss man vielleicht nochmal erklären, das ist rechtlich eine völlig andere Geschichte als ein Buch. Es gibt, für Bücher gibt es ja mehrere gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel berühmte Buchpreisbindung, ne, die etwas ungewöhnlich ist in der heutigen Zeit. Es gibt bestimmte Rabatte, die Bibliotheken zugestanden werden. Das ist eine rechtlich ziemlich umfassend geregelte Angelegenheit. Lizenzen laufen tatsächlich als reine Nutzungslizenz. Das heißt, kaufen wir eine Lizenz für die Online, gehört uns das Buch nicht, sondern wir erwerben eine unter Umständen auch zeitlich begrenzte Nutzung für unsere Leser. Und dazu gehört, bitte? So wie iTunes das auch. Ganz genau. Also es ist das gleiche Prinzip, das wir überall im Netz finden. Ich bezahle Geld, das ist oft weniger als in der realen Welt. Mein Risiko ist aber, dass die Sachen verschwinden können. Wir haben diesen Fall schon gehabt, dass also ein Verlag oder ein Vertrieb Rechte zurückgezogen hat für einen Titel. Und dann bekommen wir tatsächlich eine Nachricht, dass das so ist. Wir bekommen das Geld zurückerstattet, also ganz so schlimm ist es nicht. Aber der Titel selber ist weg. Und das hatten wir auch schon bei sehr erfolgreich laufenden Titeln, wo einem wirklich ärgerlich ist, dass einem diese Ausleihen auch verloren gehen. Das kann uns bei echten Büchern nicht passieren. Und wir können die Sachen natürlich auch nicht weitergeben in irgendeiner Form, außer über dieses System. Das heißt, wenn bei echten Büchern auch nur ein oder zwei Exemplare davon im Regal. Das ist richtig. Also man hat versucht, es quasi anzupassen an die reale Ausleihe. Kastriert aber natürlich die technischen Möglichkeiten. Also wir haben auch immer wieder Diskussionen mit Lesern, die sagen, aber sie könnten doch. Ja. Und man dann auch nochmal erklären muss, wir dürfen aber nicht. Natürlich wäre es theoretisch möglich. Kein Problem. Genau, alles was man jetzt nur braucht, ist halt ein Endgerät, weil ich könnte genauso gut auf meinem E-Reader oder halt meinem Tablet mich ja mit dem Internet verbinden und dann sehe ich das in einer bisschen anderen Version, kann da genauso gut halt Bücher ausleihen. Darf ich auch nochmal einhaken? Das ist wirklich auf so einem E-Reader manchmal schwer gucken, weil die nicht so gut. Man kann es auch am PC machen und dann direkt auf den E-Reader, wenn man den angeschlossen hat, auch da drauf schieben. Also dann auf dem PC kannst du mehr Übersicht. Genau, da gibt es nämlich ganz viele Möglichkeiten und wenn man nicht so ganz weiß, wie das jetzt funktioniert, aber die Bibliothek hat leider zu und ich kann auch niemanden anrufen oder fragen, gibt es hier auch unsere Hilfeseite, wo dann Anleitungen mit Screenshots stehen oder sogar Tutorials, die man sich halt anschauen kann. Genau, wo man dann die Hilfe findet, wie kriege ich das mit der Web-Online hin, wie melde ich mich an oder wie mache ich das mit der App, wie kriege ich vom PC das zu meinem E-Reader drauf und was ist sonst noch alles wichtig eigentlich für meine Online. Momentan läuft das Ganze noch über halt dieses Lizenzmanagement mit Adobe ID, wo man sich die halt erst kostenlos bei Adobe ID anmelden muss und das dann synchronisieren und dann kann man aber auch schon sofort loslegen und direkt Bücher auf meinem Endgerät lesen. Aber das vergessen halt leider am Anfang viele Leute, sich eine Adobe ID-Kennung zu holen. Und dann versteht der E-Reader sozusagen, dass nicht was da drauf geladen wurde. Genau, er darf da nicht zugreifen. Das Gute ist allerdings, dass die Software mittlerweile so verschränkt ist, dass die automatisch diese Adobe-ID anfordert und sogar einen Link bereitstellt, sodass also auch tatsächlich computerungeübte Menschen damit ganz gut zurechtkommen. Es ist eine einmalige Einrichtung pro Gerät und dann hat man es auch erledigt. So, genau, gehen wir nochmal zurück. Das Schöne ist, die Suche ist eigentlich auch so angebaut wie bei unserem Opa. Dass man sich einfach die Sachen suchen kann, wenn ich hier zum Beispiel Charlotte Link eingebe. Genau, kriege ich auch sofort die Treffer mit, also ich habe das noch nicht sortiert mit, ich hätte sie auch noch Medien zum Beispiel, Medienarten sortieren können, wenn ich noch Hörbücher haben wollte, kriege ich hier alles angezeigt, was dazu in der Online ist. Und genau, dann sieht man auch immer, was rot ist, ist gerade nicht verfügbar, das kann man sich ja kostenlos vormerken, dann bekommt man eine E-Mail, sobald das verfügbar ist, dass man das sofort downloaden kann oder wenn halt ein grüner Punkt
dann weiß ich, okay, gut, ich kann sofort loslegen. Und man sieht auch immer hier, genau, welches Endgerät man im Prinzip braucht. Also hier ist natürlich auch immer bei E-Books Smartphone und dass die App integriert ist, aber dass man es halt nicht auf dem, genau, dass es halt ein E-Book ist, sondern kein Hörbuch. Also ich glaube, wir hatten irgendwo oben ein Hörbuch, da kann man sehen, dass dann E-Reader ausgegraut ist, genau, an der Stelle. Ne, dann bekomme ich also auch schon so einen optischen Hinweis. Mit meinem E-Reader kann ich das Hörbuch nicht hören, der kann das einfach nicht verwalten, aber mit anderen Geräten geht das. Aber ich habe vorhin hoffentlich richtig verstanden, dass alle Sachen auf dem PC lesbar wären, auf meinem Laptop. Mhm. Ja, also PC geht immer, ganz grundsätzlich. Ich wollte gerade sagen, der ist schlecht transportabel. Ja, das ist auch so. Ja. Ungemütlich. Ja, aber auch mit dem Laptop. Also es ist tatsächlich so, dass dann die Formate nicht gut passen. Also es gibt so Verwaltungssoftware, die kann die Bücher wiedergeben, aber man hat die dann eben im Querformat. Das ist für uns einfach ungewohnt, weil wir Bücher im Hochformat lesen. Und deswegen funktioniert halt der E-Book-Reader oder das Smartphone, wo wir das passende Format von vornherein haben, funktionieren dann besser. Das ist einfach der. Bitte? Kann nicht gehen. Also, ich habe ein Notebook, wo ich das kann. Ich kann meinen Mund den Bildschirm abmachen und das dann so in die Hand nehmen. Aber das ist eher die Ausnahme. Und viele unserer Online-Kunden haben sogar traditionellerweise eher noch einen feststehenden PC. Und, ja, und meine haben sie jetzt schon seit 5 Jahren. Seit 4 Jahren, ja, seit 2014. Wie ist denn so mit den Nutzern? Wird das immer mehr? Ja. Oder? Definitiv. Also, exponentiell sozusagen mehr. Wir haben ja, wenn man Statistiken anschaut, nach wie vor einen Rückgang in der normalen Ausleihe. Wenn man das genau anschaut, sieht man aber eben, der Rückgang liegt hauptsächlich im Sachbuchbereich. Ja, also da merkt man ganz deutlich, die Leute holen die Informationen aus dem Netz. Belletristik bleibt, Kinder und Jugend steigt immer noch, ne, es wird immer noch mehr, aber am stärksten steigen die Online. Und gleich dann tatsächlich auch die Rückgänge quasi bei dem anderen wieder aus, sodass wir immer noch sehr viele Nutzer haben. Wir haben auch sehr viele Nutzer, ich würde sagen bestimmt so 1500 Leute, die wirklich ausschließlich die Online nutzen. Jetzt müssen Sie mir das nochmal erklären. Ja. Wenn ich jetzt, oder Sie, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir jetzt, sag ich mal, das eine Buch von der Charlotte Link runterladen, dann lade ich das runter. Und ich spiele es auf meinen E-Reader oder ich lade es direkt auf meinen E-Reader, je nachdem. Und dann, wenn die Ausleihfrist vorbei ist, verschwindet es einfach? Also es verschwindet nicht, Sie haben dann keinen Zugang mehr zu diesem Buch. Es ist immer noch auf Ihrem E-Reader quasi drauf, aber es ist halt gesperrt. Sie müssen es selbstständig löschen. Aber die, genau, die Frist, die läuft automatisch ab. Man kann halt vorher aussuchen, zum Beispiel bei E-Books ist bis zu 21 Tagen, ob ich die nur 2 Tage haben möchte, ob ich die 14 Tage haben möchte oder ob ich die 21 Tage haben möchte. Das kann man sich vorher halt aussuchen. Sie können es vielleicht mal zeigen. Und man kann es auch über die richtigen Bücher. Genau. Das ist bei den anderen gefallen. Ja, man kann es nicht verlängern. Nee, man würde es dann neu ausleihen. Was natürlich nicht ganz so dramatisch ist wie bei einem Buch aus der Bibliothek, wo ich in die Bibliothek kommen muss oder wenigstens anrufen muss, denn ich kann ja an meinem PC sitzen bleiben und es darum erneut. Aber wenn es vorbestellt wäre, ganz genau, also da ist es wieder wie üblich im Bibliotheksbereich, da muss man dann warten. Also hier sieht man jetzt, ich kann halt meine Ausleihdauer in Tagen kann ich mir aussuchen. Genau, ob ich die 21 oder 14 Tage zum Beispiel halt haben möchte, dann nach dieser Ablauf der Leihfrist ist halt kein Zugang mehr. Aber das Positive daran ist, dass es keine Versäumnisentgelte gibt. Also man muss halt keine 2 Euro bezahlen, wenn man vergessen hat, das zurückzugeben. Das hatte ich schon als Versäumnisentgelte. Kein Problem. Ja, das ist ja auch eigentlich ein Punkt. Also man ärgert sich, wenn man schon allein nur Bücher hat. Also das 10 Euro in einer Woche und dann denke ich so, ach Mist, ich habe nicht dran gedacht, aber hier passiert es halt. Ich kann mich noch an den früheren Kämmerer Stein erinnern, dessen Kinder eifrige Leser bei uns waren. Die waren immer in der Mahnung. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja, dann höhen die Versäumnisentgelt. Und dann stand er da und wusste nicht, ob er schreien oder sich freuen sollte. Für ihn persönlich war es doof, aber für die Stadt natürlich günstig. Ich glaube, er ist leicht abgelenkt. Schon wieder eine Frau verloren, die letztens da. Gut, während der Hubschrauber alles laut macht,
Ich sehe, bei Ausleihdauer 2 Tage. Ja. Jetzt haben wir gelernt, der Stadtanzeiger bietet das auch an. Ist nicht so gut wie Rheinische Post oder Leverkusen.com oder die lokale Info, die das alles im Netz haben. Kann ich jetzt 2 Tage den Stadtanzeiger von heute blockieren oder wie funktioniert das? Bei den Zeitschriften oder Zeitungen ist die Regelung ein bisschen anders. Das sind die Hubschrauberfristen. So, die Kollegin. Die Hubschrauber hier. Ja, die Kollegin ist gleich hinterhergesprungen, oder? Ja, genau. Da haben wir nämlich auch schon am Fenster gestanden und überlegt, was macht der Hubschrauber mit Stadtpark? Ja, ja. Und da war nämlich gleichzeitig die Aufladen der Bahnverkehr ausgefallen. Ich dachte, ja, was ist hier denn los? Aber es war zwei ganz unterschiedliche. Also meines ist richtig los. Ja, genau. Dann, ui, aber da kommt sogar Schraubdruck hin. Ja, und wir sind runtergekommen. Ist ja gerade auf der Autobahn gelandet, oder was? Jetzt gibt es auch das Kühlschrank. Ja, wie serious wollen Sie raus? Ja, unten ist offen, also insofern. Man braucht die ersten Fotos, das ist immer so, ne? Ja, du kriegst hier zusammen. Kommt halt so aus. Ja, ja, klar. Vielleicht könnt ihr uns gleich machen, wenn ihr Staub seid. Wie viel Zeit würden Sie dafür in Anspruch? Selbst wenn die Stelle von Frau Meier dann extra darauf spezialisiert auch, oder machen Sie das so nebenher? Oder? Ich muss gerade noch, das wäre gar nicht akustisch. Machen Sie das so nebenher, nebenbei, während der Arbeit, oder haben Sie da richtige Stelle? Dann ist an der Stelle darauf ausgeschrieben. Stellenanteil? Das ist genau, ja. Das ist ein Stellenanteil. Also, und was ist Ihre Aufgabe dann? Die Bücher werden wahrscheinlich automatisch eingestellt. Oder? Wie läuft das? Also es ist so, dass wir sind ja dieser Online-Verbund, da sind ja ganz viele andere Bibliotheken drin und genau, halt unter anderem Bergisch Gladbach, das ist die zweitgrößte Bibliothek nach uns. Und zum Beispiel teilen wir beiden Bibliotheken uns den Einkauf. Also ich lektoriere die Bücher, ich schaue nach, was kaufen wir jetzt ein, ich kriege auch jeden Woche kommt ja zu Listen geschickt, wo ich sehe, okay gut, wir hatten zum Beispiel das eine Buch jetzt von der Nina Hansen, Sommer der Erdbeerblüten, das war 27 Mal vorgemerkt und die Leute hätten das erst zum Teil 2020 lesen können. Und darauf muss man ja auch irgendwie dann halt reagieren und das ist halt echt extremer Fall. Mehr E-Books kaufen oder halt eine andere Lizenzart dann wählen. Genau, das passiert halt unter anderem und ich werde online Sprechstunden anbieten und auch Schulungen, weil wenn sich Leute damit noch nicht so ganz antworten können oder man hat irgendwie eine Frage dazu, dann kann ich schon verstehen, dass man das schnell verzweifeln kann. Genau, und deshalb wird es dann auch angeboten von mir dann demnächst. Haben Sie schon einen Termin, wann? Ja, genau, der erste wird der 28.8. sein, der andere der 15.11. Und anmelden. Genau. Das sind Sprechstunden oder Schulungen? Das sind Schulungen. Ja. Und die Schulungen waren wie immer für lau, oder? Die sind auch kostenlos, ja. Selbstverständlich, geht ja um unseren Service. Genau, ich habe mich jetzt auch mal in mein Konto eingeloggt. Wenn Sie ganz aufmerksam waren, haben Sie Ihre Benutzerkennung. Jetzt hat sie aber geschickt gemacht, dass alles zum Fenster guckte. Ja, das ist leider keine Kunst, einfach nach meinem Konto, genau, Ausweisnummer und Passwort eingeben und dann kann man auch schon sofort loslegen, wenn ich mir jetzt ein E-Book ausleihen möchte. Hier haben wir die zuletzt zurückgegebenen, schauen wir mal, was die Fliederinsel ist. Genau, das finde ich jetzt auch ganz interessant. Hier könnte ich mir auch eine Leseprobe. Da sehen Sie uns unten auch die Exemplarzahlen, ne? Das war also auch mal so ein Buch, das letzten oder vorletzten Jahr sehr, sehr erfolgreich und begehrt war. Da haben wir mehrere Exemplare von angeschafft. Und das Schöne ist eben, da haben Sie gute Chancen, auch ranzukommen direkt. Genau. Ich geben Sie da einen Hinweis drauf. Lassen. Ich glaube, es geht einfach nicht. Also es ist, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Bücher in der Online gibt, bei denen es geht. Ja. Grundsätzlich können Sie die gar nicht kopieren. Also da ist es nicht erlaubt, ist quasi nur. Auch nicht. Doch runterladen können Sie es, wenn Sie es ausleihen, natürlich. Ja. Ne? Anschließend ist die Datei aber gesichert und Sie können die nicht einfach kopieren. Wir haben es probiert am Anfang. Wir haben solche Dinge ausprobiert und es geht einfach nicht. Ja. Es gibt keinen Kopierschutz, den man nicht knacken kann. Ja, eben, das ist ja schon wieder so.
auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, ein E-Book auszudrucken, aber gut, warum nicht? Es gibt E-Books, die sind ausdruckbar, also das steht dann wirklich extra dabei, Drucken erlaubt. Mhm. Genau, hier kann man auch noch E-Books bewerten. Sie sehen ja, 67 Leute haben dieses E-Book bewertet. Den Durchschnitt wird immer gut. Ja, genau. Also muss es eigentlich ganz toll sein und jetzt in meinen Interessenskreis passen, habe ich beschlossen. Und dann, genau, reiche ich mir für 4 Tage aus, weil ich bin Schnellleserin. Und jetzt, genau, kann ich es lesen. Warum haben Sie jetzt 4 Tage 13 Stunden und so viele Minuten? Weil es immer um Mitternacht springt. Ah. Also Sie werden auch feststellen, wenn Sie was vorbestellen bei der Online, Ihre E-Mail kommt um Mitternacht. Das ist manchmal etwas erschreckend, wenn man das Handy im Schlafzimmer liegen hat. Macht es aber Ding Ding und dann heißt, dann weiß man, das E-Book ist jetzt downloadbar, aber um Mitternacht endet das. Das ist oben. Download ist oben angekommen. Was ich jetzt festgestellt habe, ich die vorletzte Seite erreicht oder die letzten 10 Seiten. Kann ich das verlängern? Nee, nein. Dann haben Sie leider wirklich Pech gehabt. Dann weiß ich gar nicht, wer stirbt. Der Gärtner. Ja, das kann leider nicht führen. Der ist der Mörder. Ja, deshalb besser also länger ausleihen und früher zurückgeben. Das kann man nämlich. Verena, okay. Gibt es nicht diesen Trick, das offen zu lassen und nicht zu schließen und man kann es dann zu Ende lesen? Nee. Geht das nicht? Oder ging das mal? Nee. Das ging aber früher, glaube ich, mal. Aber mit 21 Tagen muss man eigentlich zu Ende. Genau, man muss einfach die Frist anpassen. Also ich glaube, bei 21 Tagen, so, also mein Gefühl ist auch, dass man E-Books zum Beispiel schneller liest als richtige Bücher. Also das ist zumindest meine Erfahrung, weil zum Beispiel ich lese auf meinem Smartphone und habe es auch immer dabei. Da liest man 2 Seiten plötzlich in der Bahn. Das Buch hat man nicht immer dabei, aber mein Smartphone und mein Endgerät, das nehme ich halt mit und dann kann ich auch zu jeder Zeitpunkt lesen, wo ich möchte. Wenn ich im Zug sitze, beim Arzt. Was halt ein Riesenvorteil ist, dass ich den Stern und den Spiegel im Zug lesen kann, ohne mir vorher irgendwo im Laden den zu kaufen. Ne? Ja. Genau, man kann sich das jederzeit runterladen. Man kann es wirklich überall lesen. Selbst wenn ich in Amerika wäre, könnte ich trotzdem, weil ich bei der Allbergischen Online eingemeldet bin, auf den Buchbestand zurückgreifen. Dann müssen wir jetzt aber Stern und Spiegel mal gucken, ob die verfügbar sind. Ne? Ja, dann können wir das jetzt mal als Test. Können Sie mir vielleicht eh noch zeigen, wenn man das früher zurückgibt? Wir haben das jetzt für 4 Tage ab. Und geben es direkt mal zurück, weil das ist doch nichts Süßes. Genau, ich habe es beschlossen, okay. Liederinsel, ach, bin doch kein so romantischer Typ. Muss mal schauen. Genau, dann kann ich das auch aus meiner Bibliothek entfernen. Ja, das ist aber nicht die rechte Maustaste, oder? Nee. Rechte Maustaste. Genau, ausgeliehenes Medium zurückgeben. Das einfach, okay. So, möchte ich das wirklich? Ja, Liederinsel war nicht zu mich. Und schon ist es weg. Und der nächste Leser, sondern jetzt freut sich. Genau, weil der kriegt früher sein Buch. Ist auch, genau, immer halt natürlich toll, wenn man 21 Tage ein Buch blockiert, aber das nach 15 Tagen ausgeliehen hat, wenn man einfach weiß, okay, gut, ich kann es früher zurückgeben, weil dann sind die Vormerke auch schneller durch. Und man muss natürlich sagen, es geht ja jetzt nicht nur um das Goodwill gegenüber den anderen Lesern, warum diese Funktion existiert, sondern es ist so, dass die Ausleihe auf 10 Medien beschränkt ist. Der Umfang der Online ist nicht so groß. Und wir haben durchaus viele Leser, die leihen aus, was ihnen passt, was sie wollen. Und dann stellen sie fest, oh, jetzt habe ich 10 Sachen und jetzt kommt da dieser tolle neue Roman von Mariana Lecky, den möchte ich unbedingt haben. Und dann kann ich wenigstens das eine Buch schon mal zurückgeben und dann kann ich das nächste ausleihen. Also das hat auch durchaus ganz eigennützigen Hintergrund, dass man das nutzen kann. Es geht nicht nur um den Buch. Auf 10 Bücher sind bekannt. Ja. Oder also Medien. 10 Medien, ganz gut, dass Sie fragen, richtig. Also ob Sie Bücher nehmen, Zeitschriften oder auch Hörbücher, ist dann natürlich egal. Genau, mir ist ein zweites Angebot. Mhm. Genau, kann man halt durchsehen. Ja. Was alles halt. Da ist der Spiegel. Spiegel. Gut, dann lassen wir doch mal gucken. Nein, jetzt als Beispiel. Wobei Sie bei der Zeit auch daran denken müssen, welches Gerät Sie nutzen. Ja. Die Zeit auf diesem Bildschirm zu lesen, macht keinen Spaß. Okay, der ist erst ab nächster Woche wieder da. Ja. Und der von der Woche davor ist eigentlich jetzt. Den kann ich sofort ausleihen.
Und da haben wir auch kürzere Leihfristen, die werden uns auch von den Zeitschriften Verlagen vorgegeben. Da haben wir also nicht den Systemeinfluss drauf. Ich glaube, bei der Zeit, genau, bei der Zeit sind es aber nur 4 Stunden. Also die müssen sie, wenn sie die ausleihen, auch tatsächlich sofort lesen. Stadtanzeiger weiß ich gerade gar nicht. Da liegt dann die Zeit in 4 Stunden. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Das ist durchaus knapp. Also da hat man ja weiß ich nicht, ein Viertel durch. Zumal diese E-Ausgaben immer sehr umfangreich sind, weil die so alle Lokalteile und alle Zusatzmagazine beinhalten. Das ist echt, also wäre so ein Packen Papier, wenn man es in der Hand hätte. Aber man muss halt auch nicht so lesen. Das war der Zeit, das andere. Und man ist nicht so frustriert, weil man sowieso wieder nur 3 Artikel aus den ganzen Zeitungen. Ja. Aber da steht jetzt, ich darf das Ding kopieren und ich darf das Ding ausdrucken, wenn ich das richtig. Genau. Kopieren erlaubt. Damit könnte ich es ja dann theoretisch dauerhaft lesen, weil ich es mir wahrscheinlich auf irgendwann ein Gerät drauf kopiert habe. Ich weiß nicht, wie ich es drucken würde, aber ich könnte es, wenn ich es kopieren kann. Ich habe es noch nicht probiert, aber natürlich, das ist eine Option. Hat den Vorteil, dass Sie Artikel verwenden können. Ja, ne? Genau. Jetzt habe ich bisher einen Plag, das geht zur Grundschule, soll da so Bibi und Tina Bücher lesen und sowas alles. Jetzt will ich dem so einen Account einrichten und hinterliest das Schweinskram. Kann ich das irgendwie verhindern? Ja, also, also Sie brauchen da gar nichts zu tun, weil das, sagen wir mal so, der Unterschied liegt darin, wer ausleiht, also auf welchen Account es ausgegeben wird. Liest Ihr Kind auf Ihren Account, können Sie nicht viel tun, weil Sie dürfen natürlich alles ausleihen, was vorhanden ist. Hat das Kind aber einen eigenen Leseausweis bei uns, und das würde ich Ihnen durchaus empfehlen, auch im Interesse unserer Nutzerzahlen, dann wäre eine Altersbeschränkung natürlich da, die auch greifen würde. Das heißt, es gibt jetzt im Regelfall wenige Medien, die tatsächlich offiziell eine Altersbeschränkung haben. Wir haben was aus Filme und auch aus Musik-CDs, glaube ich, da haben wir das bei der Online nicht, gibt ein paar wenige. Aber bei Filmen wäre es zum Beispiel so, dass das Kind keinen Film ausleihen könnte, der für sein Alter nicht freigegeben ist. Bei Büchern, das gilt aber auch in der realen Welt, es gibt keine Altersbeschränkungen in Deutschland, kein offiziell für Bücher. Ne? Jedes Kind kann auch einen Stephen King-Roman ausleihen. Es ist aber so, ich bin fast 30 Jahre Bibliothekarin, Kinder leihen keine Stephen King-Roman aus. Das machen sie einfach nicht, weil Kinder sich nicht mit Sachen beschäftigen möchten, die ihnen nicht passen. Und ich meine, ich leihe auch keine Stephen King-Romane aus, weil ich mich auch grusel. Ich finde, man muss Kinder schützen, aber man muss sie nicht unbedingt ständig kontrollieren. Und in der Online gibt es die Problematik nicht. Deswegen haben wir auch ein Lektorat, ne, deswegen gibt es eine Frau Meier, die auch wirklich sich die Auswahl anschaut und sagt, das nehme ich und das nehme ich nicht. Sie sind auch für Kinderbücher zuständig, ne? Oder? Nee, das ist Frau Gillenberg. Ah, dann sind wir doch schon beim Stichwort, wir müssen ja heute auch nochmal zu den Lesetipps kommen. Also, und bei Frau Gillenberg, dann fangen wir vielleicht mal damit an. Haben so Frau Gillenberg hat nämlich das noch gar nicht gesehen, dass das ihr Job ist zu erzählen, wo wir den Sachen auswählen. Das ist super, Frau Gillenberg hatte gestern frei. Guck mal, wo du stehst. Ich stehe als drittes. Soll ich trotzdem anfangen? Nein, wir haben ja alles andere schon abgehakt. Ach, ihr habt alles andere schon. Das heißt, die Idee war, wie sucht überhaupt ein Lektorat Bücher für die Stadtbibliothek aus? Das fände ich spannend. Und wir haben ganz konkret ein paar Bücher, die können wir mal vorstellen. Das kann auch die Frau Urwald machen, weil die meisten haben sie auch ausgesucht, glaube ich. Aber vielleicht erstmal zu dem Thema, wie kommt die Stadtbibliothek an ihre Bücher? Wie kommt eine Stadtbibliothek an unsere Bücher? Also ich zum Beispiel als Kinder- und Jugendbuchlektorin. Zum einen gehe ich ab und an in die Buchhandlung und gucke, was wird angeboten. Es gibt Verlagsprospekte, es gibt Verlagswerbung, die wir auch zugeschickt kriegen. Das sind definitiv Sachen, die verkauft werden sollen, die auch werbemäßig angeboten werden. Wir haben auch einen Besprechungsdienst, den wir regelmäßig zugesendet bekommen. Ja, es gibt verschiedene Sachen. Wir haben auch noch eine Wunschliste oder Wunschtipps von Lesern, was sie gerne hätten. Wir haben den Besprechungsdienst von der Einkaufszentrale in Reutlingen, von der EKZ. Und dieser Besprechungsdienst wird von Bibliothekaren für Bibliothekare in Bibliotheken gemacht.
Das heißt, die Bibliothekare, die da mitarbeiten an diesem Besprechungsdienst, bekommen neue Exemplare, neue Bücher, die auf dem Buchmarkt erschienen sind, zugeschickt und besprechen die für andere Bibliotheken, rezensieren die, machen eine kurze Rezension, ist ungefähr ein so langer Zettel, und schreiben drauf, ist empfehlenswert für die Bibliothek, ist empfehlenswert für dieses, für jenes Alter, ist total spannend. Mein Buch ist da empfohlen worden. Das ist super klasse von dem Lektor, dass Frau Fritsch's Krimi empfohlen worden ist. So soll es auch sein. Wir haben den übrigens auch in der Online, genau. Möchte ich anmerken. Natürlich dürfen Sie kurz Werbung machen. Also das ist unsere Grundlage, um neue Bücher zu kaufen. Natürlich auch Tipps, Empfehlungen von Kollegen, Zeitungsartikel, was auch immer. Also die Basis ist eben tatsächlich der Besprechungsdienst, genau. Weil die zentral für alle öffentlichen Bibliotheken Deutschlands, Österreichs und der Schweiz das Verlagsangebot sichten. Das heißt, wir bekommen auch Exemplare zugesendet. Wir machen das hier in der Bibliothek übrigens auch. Also wir haben auch zwei Leute, die für Lektorat, für Lektoratskooperation arbeiten. Herr Juncker für den Bereich Technik und ich selbst für den Bereich Deutsch als Fremdsprache. Und wir haben da schon einen anderen Blickwinkel. Ne? Uns geht es gar nicht um, ob die Geschichte ganz toll ist oder ob der Autor literarische Höhen erreicht. Ne? Wir fragen uns einfach, finden unsere Leser das interessant, möchten die das gerne sehen. Bei Sachliteratur fragen wir natürlich auch so ein bisschen, ist es richtig, was da drin steht, ist es brauchbar. Aber der Gesichtspunkt ist eben nicht der des Marketings oder des Verkaufs, sondern wir gucken sehr konkret auf die Bibliotheksarbeit. Also wir werden zwar in bibliothekarischen Gesprächen oder auch mal Hinweise darauf finden, wie ist das Buch eigentlich gebunden? Hält es das aus, dass es mal in der Bibliothek hin und her geräumt wird, dass wenn Sie in der Kinderabteilung dann zum Beispiel so eine Spiralbindung haben, diesen Draht kringeln, das überlebt meistens nicht lange. Oder also es gibt so Bilderbücher zum Drehen, Ziehen, Schienen. Genau. Mit Pappe. Also wir hatten mal ein wunderbares Liederbuch. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, da waren Kinderlieder drin. Da konnte man irgendwo was rausziehen, dann bewegte sich was in dem Buch. Das hat genau zwei Ausleihen ausgehalten. Danach war es bei meinem Mann zu Hause im Keller, weil ich gesagt habe, kannst du mal gucken, ob du mit deinem technischen Verstand da noch irgendwas reparieren kannst. Also bei so Sachen müsste eigentlich, wenn der Lektor, der das bespricht, für die EKZ, eigentlich was dabei stehen. Es ist ein Pop-Up-Bilderbuch. Ich klappe die Seite auf, da kommt so viel Pappe, eine riesengroße, was weiß ich, was ein Tier in Pappe raus, dass das nicht viele Ausleihen aushält und nicht super bibliotheksgeeignet ist. Oder es gibt Lernhilfen für die Tasche, die heißen dann Pocket Teacher, ähnlich sind so groß. Das ist toll für Schüler. Das ist nur für die Bibliotheken ein Problem, weil etwas, was so groß ist, verschwindet im Regal ganz schnell. Mhm. Also solche Dinge sind für uns von Interesse. Entschuldigung, ist ja jetzt letztendlich für diese Online überhaupt kein Thema. Das ist für die Online kein Thema. Wahrscheinlich nur noch darauf, ist es für die Leser interessant. Oder genau, nicht? In der Online ist eigentlich das Hauptkriterium, was wollen unsere Leser tatsächlich sehen und lesen. Also wir haben im Moment sehr viele so Sommerlesetitel, die erkennen Sie meistens daran, dass da irgendwelche Früchte und Blüten auf dem Cover sind. Ja. Und die Lektorin hat eigentlich vor allem die Aufgabe zu überlegen, welche Anteile werden angeschafft. Wie viele Kinderbücher kaufe ich, wie viele Sachliteratur kaufe ich. Es gibt durchaus Sachliteratur, die sehr gerne genutzt wird. Wir haben auch bei unseren Empfehlungen extra sehr bewusst auch Sachbücher mit reingenommen, ein Sachbuch mit reingenommen. Genau, weil wir gesagt haben, das ist tatsächlich etwas, was gut funktioniert. Ich sag mal, Kochbücher. Erziehungstipps. Wir hatten mal so eine Thermomix-Phase in der Online. Als ich es noch gemacht habe, irgendwie wochenlang Thermomix-Bücher gekauft und die liefen alle in Rot. Was liest denn der Leverkusener besonders gerne oder wo unterscheidet sich der Leverkusener von anderen? Also was wir eben gesagt haben, aus uns völlig unklaren Gründen sind die Leverkusener Zeitschriftenleser. Und ansonsten würde ich sagen, lesen Sie querbeet. Und wir haben viele Sachbuchleser tatsächlich. Ne? Wie gesagt, was unserer physischen Sachbuchausleihe fehlt, können wir in der Online wieder ein bisschen zurückgeben. Ich meine, Zeitschriften lesen ist ja auch immer irgendwo eine Finanzfrage. Ja. Also meine Nachbarin liest mittlerweile den Stadtanzeiger online. Ich habe vor kurzem für den Stadtanzeiger fürs Jahresabo mal eben 1.000 Euro bezahlt. Das ist irgendwie so, ja, es ist extrem teuer geworden. Habe ich auch gedacht. Ich habe das Ding da nochmal liegen lassen. Also wenn das so ist, kann ich nur sagen, online, wir zahlen für das Abo, glaube ich, um die 250 Euro im Jahr. Ich höre der Stadtanzeiger gerade nicht so gern. Also meine Familie liest das auch als E-Reader. Ja,
Ich wollte eigentlich auch noch ausprobieren, wie der Stadtanzeiger aussieht auf dem Bildschirm. Ich habe es auch nicht runtergeladen. Wollen wir vielleicht noch zu den konkreten Tipps? Online wahrscheinlich nicht. Also das ist auch so ein Thema, das immer wieder mal aufkommt. Ich habe das auch schon aus der Politik mal bekommen, mit dem Motto, bietet doch hier mal einen Streamingdienst an. Es gibt mittlerweile tatsächlich einen Streamingdienst, der sich für Bibliotheken spezialisiert hat. Das Problem ist nur, dass die Preise für öffentliche Bibliotheken nicht zu bezahlen sind. Und man bekommt dann auch immer noch kein Angebot, das konkurrenzfähig ist zu Netflix oder Amazon Prime. Sie haben das Wort Geld angesprochen. Wie viel Geld geben Sie denn aus für die Lizenzen? Wir geben derzeit von unserem Medienetat aus 8.000 Euro. Das sind etwa 1% des gesamten Etats. Das heißt, das Teure ist eigentlich die Kollegin, die Personalkosten sich darum kümmert. Nicht die Kollegin macht ja auch noch mehr. nicht die Lizenzen. Also es ist keine 39-Stunden-Stelle, die online zu verwalten. Das ist auch schön. Ne? Wir haben ein wunderbares Angebot, das technisch sich selbst reguliert und wo wir eigentlich nur den Input erzeugen müssen. Also Video scheint vor allem Kinderzeug zu sein. Und Sachen, die ich sehe. Das ist ähnlich wie bei der Musik. Ne? Da haben wir eine ähnliche Situation. Da ist die Situation sogar noch schwieriger, weil sie tatsächlich alles, was sie an Musik wollen, praktisch kostenlos und rechtmäßig bei YouTube und anderen Anbietern kriegen können. Und deswegen hat das überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir versuchen, hier was aufzustellen. Sie finden da aber zum Beispiel solche Naxos-Aufnahmen oder Zyx-Aufnahmen von Pariser Chansons oder Cajun Music und solche Sachen. Und da haben wir gesehen, das läuft auch tatsächlich. Also Leute, die mal in irgendwas reinhören möchten, um sich einen Eindruck zu verschaffen, die können mit diesen Sachen was anfangen. Es ist kein Angebot im Sinne von Spotify oder Ähnlichem. Da haben Bibliotheken keine Chance. Das muss man einfach sagen. Das machen wir nachher mit physischen Medien und es läuft auch durchaus. Und was wir vielleicht noch kurz zeigen kann, ist E-Learning als Abschluss, bevor wir zu den eigentlichen Tipps kommen, weil das ist ein relativ neues Angebot. Das haben auch nur wir und die Bernd-Stadtbacher-Kollegen bislang. Also die anderen Verbundteilnehmer haben da leider Pech. Genau, also ja, Sie können einiges lernen für die berufliche Bildung. Jura, Wirtschaftswissenschaften finde ich recht ausgeprägt und dann dieser große Bereich berufliche Weiterbildung. Ja, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Genau. Wenn Sie so lieb wären, mal auf irgendwas drauf zu klicken, das erstmal reinschauen. Genau, zum Beispiel bei Persönlichkeitsentwicklung geht es zum Beispiel um Softskills und Projektmanagement, Bewerbungstraining. Kann man hier sich dann halt die Sachen anschauen. Wie bin ich wirkungsvoll in der Kommunikation? Ja. Was es auch gibt. Das sind Videos. Das sind Lehrvideos. Also ich habe mal eins ausprobiert zum Thema Statistik, weil ich im Studium merkte, Statistik ist so für Nicht-Mathematiker echt eine anstrengende Angelegenheit. Und das ist so, dass die wirklich ergänzt werden durch Fragen. Also sie bekommen etwas erklärt, dann kommen so ein Multiple-Choice-Test, den können sie durchspielen. Das ist alles im Rahmen dieser Lehrvideos. Das ist eine Plattform, auf der sie quasi anonym angemeldet werden über die Online und so können sie das nutzen. Theoretisch wäre das sogar zertifizierbar. Also wenn sie diese Plattform so als Privatperson nutzen und zahlen, dann können sie tatsächlich am Schluss sogar ein Zertifikat dafür bekommen, dass sie diesen Kurs abgeschlossen haben, dass sie aus einem Videokurs deskriptive Statistik erfolgreich gemacht haben. Also ist auch didaktisch aufbereitet. Es ist nicht einfach, das ist kein YouTube-Video, die manchmal toll sind und manchmal nicht, sondern sie haben wirklich Leute, die ihren Job verstehen, die aus dem wissenschaftlichen Lehrbereich auch kommen. Und das ist, also dieser Statistikkurs, den ich gemacht habe, den fand ich wirklich ganz klasse und gut. Sehr gut erklärt und sehr interessant. Sind das ausschließlich Lernvideos oder sind da auch Bücher drunter, wenn ich jetzt sage? Das sind jetzt E-Learning, sind ja tatsächlich Lernvideos. Okay. Also das ist eine ganz eigene Kategorie von Sachen. Lehrbücher werden Sie da auch finden, selbstverständlich. Es sind auch derzeit über 300 Videos, die wir da anbieten, jetzt über die Online. Genau, wie gesagt, zu sehr vielfältigen Themen. Ich habe jetzt hier mal Gesundheit und Freizeit aufgemacht und dann alles zur Rückenschule oder Anti-Stress-Paket, wo dann jemand mit mir Sport oder halt auch Yoga macht.
Und anders als bei den Büchern werden Sie da nie einen roten Punkt sehen, dass irgendwas ausgegeben ist. Das ist das Schöne, denn Sie leihen diese Lizenz einmal aus und können die dann ein Jahr lang bearbeiten als Ausleihender. Dadurch wird sie aber für andere nicht gesperrt. Also da ist das System in angenehmer Weise anders als bei den Büchern. Okay, dann zum Abschluss noch ein paar Tipps. Wer fängt an? Nicht, das ist egal. Dann fange ich einfach an, mit der Belletristik. Genau, hier hätten wir einmal die Gabe von Naomi Erleman. Genau, bei dem Buch handelt es sich um eine Dystopie. Sehr spannend auf jeden Fall zu lesen. Es gibt vier Hauptcharaktere, die unterschiedlich sein können. Da ist halt genau eine Tochter von einem Mafia-Boss, eine US-amerikanische Politikerin und dann passiert halt in einer Nacht etwas, das die komplette Welt verändert. Also alle Frauen haben nun quasi die Gabe und können halt Elektroschocks von ihrer Hand verteilen und so sind plötzlich halt Frauen das viel stärkere Geschlecht und damit fängt das Gedankenexperiment an. Wie gehen sie mit ihrer Macht um? Werden sie besser? Wie passiert das in Ländern, wo Frauen sehr unterdrückt werden? Genau. Die Kollegin stellt sich gerade schon vor. Genau, es regt zum Nachdenken auf jeden Fall an. Aber wie sich halt leider dann herausstellt, was mit als Revolution der Befreiung beginnt, ist am Ende eigentlich doch nur Machtmissbrauch. Und in dem Roman zeigt es, dass Frauen halt nicht die besseren Menschen sind und auch sehr anfällig für Korruption sind und die Männer sehr stark unterdrücken. Aber es ist halt sehr spannend zu lesen aus diesen vier Perspektiven. Pseudonym. Das klingt so ein bisschen wie Wellbeck, ne? Genau, das wird auch momentan sehr viel besprochen, habe ich dann auch gelesen. Sogar Obama. Na super, woher weißt du das? Aus dem Sprechen. Ja. Sehr schön. Genau, und für alle, die das doch ein bisschen zu krass ist und lieber was Seichteres möchten. Soll ich leichter? Leichter. 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 Seichter, das sage ich hier doch. Können wir mit gutem Gewissen anscheinend Sommer der Erdbeerblüten empfehlen? Aber das ist. Den Nachbau von Exemplaren kriegen Sie es jetzt sogar noch im September, nicht erst 2020. Genau. Nina Hansen, am Anfang natürlich sehr dramatisch. Die Protagonistin Flora, ihre Freundin hat leider eine Affäre, ihre Großmutter ist gestorben und sie findet sich einen Wendepunkt in ihrem Leben, wo sie dann in das alte Landhaus ihrer Großmutter zieht und versucht dort ein neues Leben anzufangen. Und weil der Obstgarten und die Marmelade von ihrer Oma quasi die glücklichste Zeit in ihrem Leben bisher geprägt hat oder die glücklichste Erinnerung waren, konnte sie eine Marmeladenmanufaktur eröffnen. Doch mit was er leider nicht gerechnet hat, ist der sehr attraktive Nachbar Tom, der leider das Landhaus geerbt hat, in dem sie gerade wohnt. Und so fängt natürlich der Sommer mit sehr vielen Komplikationen an. Und genau, der Sommer der Erdbeerblüten ist halt so ein Wohlfühlroman, der zeigt, dass man halt über sich hinauswachsen muss und das größte Glück und die Liebe Lieben war noch Leben. Das werden deutsche Darsteller sagen, das ist eine deutsche Autorin. Also Moritz bleibt treu und ja, ist das jetzt mein Matthias Schweiger. Matthias Schweiger. Daniel Brühl war immer so umgekehrt. Patient tot, muss wegfliegen. Der macht weiter. Kann weitermachen. Wir stehen den Kraft abspeichern. Der ist ja weit weg, der Hubschrauber. Gut, ah, jetzt ist gut. Dann lass mal lieber die Luft machen. Suchst du mir einmal die Schule der magischen Tiere? Okay, alles gut. Ich habe mal das letzte Teil, letzte Woche raus. Nein, nicht zu viel, deshalb finden wir das gerade nicht. Was? Naja. Ah, man muss wirklich sehr ordentlich leider schreiben. Ja, das ist bei unserem Katalog auch so. Okay.
ein Hörbuch. Nee, das gibt's auch als, nee, das gibt's als Buch, das gibt's okay. Als Hörbuch, alles gut. Das letzte Teil, was ich bei uns in der Bibliothek letzten Donnerstag, als ich das letzte Mal in Dienst war, gefunden habe, ist diese einzelne CD gewesen. Alle anderen Sachen sind ausgeliehen. Wir haben auch die Bücher, zahlreiche Bände. Das ist im Moment eine Knallergeschichte, die super gut läuft und eigentlich dauernd unterwegs ist, so für Kids von 9 bis 13 vom Alter her. Und die magische Schule ist die Wintersteinschule, die irgendwo in Deutschland ist. Wo genau, weiß man nicht. Welches Alter die Schüler haben, ist auch nicht genau klar. Also die Hauptperson, die Ida Kronenberg, kommt auf diese Schule und sie ist so ein etwas, zickiges, etwas ja, schräges Mädchen. Und sie hat ziemliche Schwierigkeiten in der Klasse zu Anfang direkt. Sie wird als Tante Elfriede bezeichnet, weil sie von den Mitschülern so ein bisschen gemobbt wird und nicht so gerne gemobbt wird. Und stellt dann aber fest, auf welcher tollen Schule sie gelandet ist. Die Lehrerin ist aus Schottland, das ist die Miss Mary Cornfield. Und die Miss Mary Cornfield, die arbeitet zusammen mit der magischen Zoohandlung, die von Mr. Mortimer Morrison geleitet wird. Mr. Mortimer Morrison fährt mit einem uralten ollen Omnibus über Land und sammelt magische Tiere ein für seine Zoohandlung. Magische Tiere sind Tiere, die sprechen können untereinander und die auch von den Kindern verstanden werden, also die auch Menschen verstehen und mit ihnen sprechen können. Und wenn man Mitglied dieser Schule ist, dieser Wintersteinschule, bekommt man irgendwann über die Zoohandlung streng geheim ein Tier zugewiesen. Und dieses Tier sieht kein anderer Mensch. Das bleibt aber immer bei einem, hilft einem in allen Schwierigkeiten, kann mit einem sprechen, steht sämtliche Abenteuer mit einem durch. Und das ist wirklich ganz klasse in der Traum. Und sieht wieder aus wie ein Kuscheltier, ne? Die können, wenn jemand anders droht, die zu sehen, versteinern. Und dann werden die zu Kuscheltieren. Ja. Also die Kinder müssen auch einen Schwur ablegen, wenn sie dieses geheime Tier von der geheimen Zoohandlung bekommen, dass das also niemand erfahren darf. Ich habe den hier auch irgendwo, den Schwur. Kann ich mal ganz kurz vorlesen. Moment, Moment, Moment. Niemals, niemals sprechen wir mit anderen über das magische Tier. Die magische Zoohandlung ist streng geheim, so soll es für immer und ewig sein. Das ist der magische Schwur. Und die Kinder bestehen halt Abenteuer und da gibt es zum Beispiel den Benjamin, den Benny, das ist so ein ganz schüchternes, total unfähiges Kind, der ist im Sport schlecht, der wird nur gemobbt, der wünscht sich ein Raubtier. Das mit dem Raubtier geht natürlich völlig schief, weil die bekommen ein Tier zugewiesen von dem Mr. Mortimer Morrison, der bekommt eine Schildkröte. Aber diese Schildkröte ist genau das Tier, was er braucht und das ist also hinterher wirklich klasse. Und irgendwie werden die CDs geliebt bei uns, die Bücher werden geliebt. Ich habe jetzt nicht geguckt in der Online, wie oft sie ausgeliehen werden. Man muss ja nur gucken, das ist also auch alles unterwegs. Sind also auch andauernd unterwegs. Das ist also sowas, was unsere Kids im Moment sehr gerne ausleihen in dem Alter. Das hatte ich mir jetzt mal rausgepickt, so als Empfehlung. Die Schule der magischen Tiere von der Margit Auer. Frau Obern hat englische Bücher. Genau, die Frau Obern hat nochmal so die kleineren Abteilungen sich rausgesucht. Zum einen die englischen Bücher. Frau Meier, wenn Sie so lieb wären, mal auf der Startseite, Sie sehen, hier gibt es so einen Schnellzugriff. Den haben wir irgendwann eingerichtet, weil wir gemerkt haben, dass wir eine Menge Leute haben, die Online eben auch nutzen für die Fremdsprachliteratur. Englisch natürlich am häufigsten, am beliebtesten. Wir haben auch so viele russischsprachige Leser und haben dafür gesorgt, dass die Sachen auch leicht erreichbar sind. Ich habe hier ein Beispiel eines aktuellen Romans. How to Stop Time von Matt Haig. Ich habe das Glück, dass meine Bücher auch alle hier in physischer Form bei uns vorhanden sind. Deswegen kann man die gut zeigen. Sie werden sehen, wenn wir nach dem Buch von Matt Haig hier suchen, ist das rot. Das ist die illustrierte Ausgabe, habe ich nachgeschlagen. Es ist nämlich, wie Sie sehen, auch ausgeliehen. Ich konnte jetzt da nicht reinschauen. Matt Haig ist ein englischer Autor, der meistens so im Science-Fiction-Fantasy-Bereich landet. Dabei sind seine Geschichten eigentlich gar nicht so das klassische Fantasy. Womit er sich beschäftigt, ist, wie ungewöhnliche Persönlichkeiten in einem gewöhnlichen Leben zurechtkommen. Sein erster Roman, mit dem er ganz berühmt geworden ist, hieß Ich und die anderen.
Da ging es um einen Außerirdischen, der eine Invasion vorbereitet und irgendwo in so einem englischen, in so einer englischen Kleinstadt landet und sich quasi als Professor verkleidet. Also er bringt den ursprünglichen Professor um und schlüpft in seine Rolle und stellt nach und nach fest, dass die Menschen doch so einige sympathische Eigenschaften haben. Davon geht am Anfang nicht aus. Dann gibt es das Buch Die Radleys, auch fand ich auch sehr großartig, über eine Vampirfamilie, die aber ganz normal lebt. Die trinken kein Blut mehr, sie benehmen sich anständig, sie tragen einen starken Sonnenschutz und gehen vor die Tür. Und dieses Leben bricht natürlich immer irgendwann zusammen. Und bei How to Stop Time, da hat er wieder, finde ich, eine ganz interessante Figur gefunden. Und zwar ein Mann, der ganz, ganz lange lebt. Der leidet an Ageria. Also an, Sie kennen vielleicht die Krankheit Progerie, wo Menschen sehr früh anfangen zu altern. Und er hat das Gegenteil. Er lebt sehr, sehr lange. Etwa 15 Mal so lang wie üblich. Weiß aber eigentlich die meiste Zeit seines Lebens gar nicht, was mit ihm los ist. Es ist was Komisches, es stimmt was nicht, aber er kann nicht erklären, was geschieht. Und diese Geschichte wird in vielen Rückblenden erzählt. Also wir steigen ein in der Jetztzeit, wo er sich schon benennen, identifizieren kann. Er erzählt aber natürlich, weil es ja wirklich spannend ist, er ist irgendwann 1581, glaube ich, geboren, was er so in der Vergangenheit alles erlebt und geschnitten hat. Also diese ganzen Fragen des Verlustes, ne, mit denen man sich auseinandersetzen muss, der Geheimhaltung, damit andere nicht merken, was mit einem los ist. Und natürlich auch das Problem der Persönlichkeitsentwicklung. Was geschieht eigentlich mit einem Menschen, der so unheimlich alt wird? Wir können es ja gar nicht wissen. Wir sind so für 80 bis 100 Jahre vorgesehen. Länger lebt keiner. Und jetzt muss er sich damit beschäftigen, wie lebe ich, wenn ich so lange lebe? Was wird aus mir, aus meiner Persönlichkeit? Das sind Fragen, mit denen Matt Haig sich auseinandersetzt. Und was ich immer faszinierend finde, er ist ein ganz melancholischer Erzähler. Also er hat eigentlich so Geschichten, die klingen irgendwie ja auch so nach Hollywood-Streifen. Da könnte man ganz großartige, explosive Geschichten draus machen. Er erzählt aber eigentlich immer am Menschen und beschäftigt die Fragen der Persönlichkeit, des menschlichen Erlebens. Finde ich ganz interessant, ganz spannend. Nichts für die Action-Liebhaber, sondern etwas für Menschen, die sich gerne mit Inhalten beschäftigen. Ich hatte mir eine Stelle rausgesucht, er fängt nämlich dann an, als Geschichtslehrer zu arbeiten in London an einer weiterführenden Schule. Und die Schulrektorin sagt zu ihm, ja, wissen Sie, das ist ja hier jetzt auch nicht so die beste Gegend und wenn Sie hier Geschichte unterrichten, das interessiert die Kinder eigentlich gar nicht, die haben genug Probleme. Ne? Und dann fragt sie ihn, wie wollen Sie denn Geschichte lebendig machen, wie wollen Sie die Kinder erreichen? Und er so, ich verstehe das gar nicht. Geschichte ist das Wichtigste auf der Welt. Wir sind Geschichte. Alles, was wir erleben, ist Geschichte. Alles, was uns geschieht, kommt aus der Geschichte. Der Kaffee erzählt uns die Geschichte der Sklaverei, des Kolonialismus. Wir wissen alles. Geschichte ist das, was um uns herum geschieht. Und diese Leidenschaft, die er ja auch noch unterfüttert mit seinen realen Kenntnissen, die finde ich ganz großartig und sehr, sehr ansprechend. Und das Buch gibt es uns auch auf Deutsch mittlerweile. Das heißt, wie man die Zeit anhält, also es wird 1:1 übersetzt. Manchmal ist es ja schwierig, das Buch wiederzufinden, wenn man den Eintitel kennt. Und ja, also ich finde es eine wunderbare, sehr schöne Lektüre. Dann habe ich ein Sachbuch rausgesucht. Und da wir beim Thema Urlaub sind, ist es ein Sachbuch zum Thema Reisen. Im Moment haben wir so eine Entwicklung in der Reiseliteratur, so eine Art zurück in den Ursprung. Die ersten Reisenden erzählten, haben ja keine Reiseführer geschrieben. Die haben ja eigentlich eher erzählt, was ist ihnen so widerfahren, wie ist die fremde Welt, wie erlebe ich mich selbst in der fremden Welt. Und unsere Reiseblogger, die es jetzt seit einigen Jahren gibt, die gehen wieder dahin zurück. Da steht weniger drin, da gibt es das tolle Restaurant sowieso, essen Sie da die Muschelsuppe, sondern die beschäftigen sich mit Fragen, was macht das Reisen mit mir? Und der Per Andersson, der hat zuerst einen Roman geschrieben. Den haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es gibt ja im Moment diesen Trend mit diesen langen Namen, diesen Sätzen als Titel vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um doch seine große Liebe wiederzufinden. Angefangen hat Per Jonasson, unser 100-Jährigen, diese Art von Titeln. Und jetzt heißt das Buch vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte. Es soll einen nicht erschrecken. Es ist ein unglaublich umfassendes Buch, das sich nicht nur mit seinen Erinnerungen an seine eigenen Reisen hauptsächlich nach Südasien beschäftigt, das erzählt er auch, wie er mit Nomaden durch die Wüste geritten ist und wie er in indischen Städten herumgeirrt ist, aber er fragt auch immer wieder mal, was macht das Reisen, warum reisen wir eigentlich, warum haben wir diese Wanderlust im Gebiet? Ne? Unsere Vorfahren waren Nomaden, irgendwann sind wir sesshaft geworden, aber eigentlich wollen wir alle immer noch so hinter den Horizont und immer weiter.
Und insofern finde ich das auch eine sehr ansprechende und auch das Denken anregende Lektüre. Also er macht riesige Rundumschläge. Ne? Es wird mal so eben in einem Kapitel die ganze Geschichte des nomadischen Lebens abgerissen, von 5000 vor Christus bis heute so ungefähr. Dadurch, dass er das aber so kurz und knapp macht und sehr sachlich, finde ich es total spannend. Es zieht sich nicht, man muss sich nicht total einarbeiten gedanklich, sondern man ist wirklich mit ihm unterwegs auf der Reise. Also ein, finde ich, sehr, sehr schönes Buch. Reisen in die Ferne und zu sich selbst ist der Untertitel und das trifft es eigentlich ziemlich genau. Und all diese Bücher finden Sie eben auch als E-Books in der Online. War vielleicht ein bisschen langsam, als Sie auf Englisch geklickt haben. Stand da eine Zahl, wie viele englische Bücher Sie haben? Ich glaube, wir werden jetzt langsam unruhig. Ja. Fotos sollten wir noch machen, ne? Dann erst der Herrn Wirth. 149, gut. Können Sie noch auf Französisch klicken? Ja. 42, Russisch. 115 und Türkisch. Mehr russische als ja. 20 türkische. Ja, gut. Unglaublich viel russischsprachige Leser. Hatten wir auch so schon im normalen Bestand immer. Ganz auffallend.